Ja, weiter geht's mit dynamischen Systemen, Teil 2. Jetzt geht's um Strukturbilder. Wir haben seither unser System, das Eingangs- und Ausgangsgrößen hat, mit der Übertragungsdifferenzialgleichung beschrieben. Ich glaube so, dass zum jetzigen Stand, wo ich dieses Video jetzt hier aufnehme, ist das Schwierigste, was wir da gemacht haben, das Fliehkraftpendel, und zwar dann auch noch so noch, oder der Fliehkraftregler, und dann auch noch so, dass man den simulieren kann, und das hat alles noch mit Differentialgleichung funktioniert. Nur diese Simulation hat man, wenn man genau hingeguckt hat, das war mit Simulink. Und ich wurde jetzt auch schon angeschrieben, ob ich denn nicht auch mal ein Tutorial für Simulink machen könnte. Ich glaube, Simulink ist von der Bedienung gar nicht so kompliziert, sondern das Komplizierte ist eigentlich eher, was muss ich denn überhaupt in Simulink einprogrammieren? Und solche Strukturbilder beispielsweise kann man mit Programmen wie Simulink simulieren. Gibt es auch noch andere Programme da dazu? Simulink ist jetzt so in der Lehre auch das Gängige. Diese Strukturbilder stellen die Übertragungsdifferenzialgleichung grafisch dar. Man hat dann also keine, ich glaube, vielleicht ja, die meisten werden es auch schon mal gesehen haben. Ne? Also die ist das dann keine Gleichung mehr oder keine Differentialgleichung mehr, sondern mit irgendwelchen Termen, sondern das ist dann eine Zeichnung, die dann darstellt, was, wie, wo, welche Signale wie wo gebildet werden und wie dann sich dieses Ausgangssignal zusammensetzt. Sieht man am besten, wenn man mal eins zusammengebaut hat, wie das genau funktioniert. Also ich werde, glaube ich, die Hintergründe dann erklären, wenn man das Strukturbild sieht, was man denn an diesem Strukturbild überhaupt so sehen kann. Davor muss man es aber erstmal aufstellen. Ja, ein Strukturbild besteht aus ein paar wenigen Bausteinen. Also es gibt Strukturbilder und es gibt Blockschaltbilder. Es wird oft gleichgesetzt, dass Strukturbilder und Blockschaltbilder dasselbe sind. Ich habe da auch ein bisschen rumrecherchiert. Ich habe jetzt in der Literatur, die mir hier zur Verfügung steht, auch nirgendwo explizit gefunden, dass es ein Unterschied zwischen Strukturbildern oder Blockschaltbildern gibt. Ich hatte in einer Vorlesung von einem Professor mal gehört, dass es einen Unterschied gibt, und ich fand, der macht auch Sinn. Deswegen würde ich diese Unterscheidung auch so weiterführen, auch wenn sie nicht richtig ist. Die Strukturbilder stellen die Struktur von einer Gleichung dar. Deswegen heißen die nämlich Strukturbilder. Und Blockschaltbilder sind Verschaltungen von verschiedenen Systemen als Blöcke. So hat man mir das mal beigebracht. Ich konnte das aber leider nirgendwo mehr finden. Ich fand das aber ganz sinnvoll. Also, Strukturbilder bestehen nur aus sehr wenigen Bausteinen. Blockschaltbilder hingegen können ziemlich viele verschiedene Bausteine haben. Aber auf diese Einteilung, da möchte ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, dass es jetzt tatsächlich so ist. Das hat mal ein Professor bei uns gesagt. Das war ein sehr, sehr guter Professor. Aber ich habe es leider jetzt nirgendwo überprüfen können, dass es jetzt tatsächlich so ist. Spielt aber keine Rolle. Wenn man Differentialgleichungen in Strukturbildern darstellen will, dann braucht man auf keinen Fall mehr wie die folgenden Bausteine. Der einfachste Baustein ist das P-Glied. Und das P-Glied macht nichts anderes, wie das Signal, das in das P-Glied hineingeht, mit einer Konstante zu multiplizieren. Na, ich habe jetzt hier so ein paar Symbole zusammen gebaut, mit denen ich das jetzt hier einheitlich versuche zu beschreiben. Das hier soll einen Verstärker darstellen, also wie so ein Operationsverstärker, dieses Dreieck. Man findet dieses P-Glied auch in dieser Form in Simulink. Und wenn man hier, das ist das, was hier in diesem Symbol dargestellt ist, wenn man hier wenn die Eingangsfunktion eine Sprungfunktion ist, die nach einer gewissen Zeit einen Sprung von 0 auf 1 oder von eben von 0 auf irgendeinen anderen Wert annimmt, dann ist die Ausgangsfunktion auch so eine Sprungfunktion, die ist nicht zeitversetzt, sondern die ist einfach nur um einen gewissen Wert multipliziert. Na, das kann man mit so einer Gleichung beschreiben, dann ist der Ausgang y nichts anderes wie der Eingang mit einer Konstante multipliziert. Ist nicht sonderlich kompliziert. Es sind generell immer, ist es immer so, dass in so einen Block von so einem Strukturbild, da geht was rein und da kommt wieder was raus. Es gibt dann noch einen Block, da geht vielleicht auch mal nichts rein, da kommen wir auch noch dazu. Dieser Block ist linear. Wir haben den Begriff der Linearität bis jetzt noch nicht verwendet. Ich werde noch mal ein extra Kapitel über Linearisierung machen, aber ich werde in diesem Kapitel jetzt schon gleich sagen, was ein lineares System ausmacht. Bei einem linearen System ist es so, dass sich die, wenn ich den Eingang mit einer Größe beaufschlage und ich tue zum Beispiel die doppelte Größe dann rein, dann muss nachher auch die doppelte Größe am Ausgang herauskommen. Oder wenn ich zwei getrennte Signale,
Also wenn ich zwei Signale habe, die irgendeine Signalform haben und ich schicke die einzeln durch dieses System durch und habe dann da zwei Ausgangssignale an diesem System, dann ist es dasselbe, wie wenn ich vorher die Signale zusammen addiere und sie dann hinten aus dem System wieder rauskommen. Dann habe ich auch das Signal, wie wenn ich vorher die beiden Einzelsignale addiert hätte. Das ist das, wie heißt das? Superposition? Jetzt blamiere ich mich gerade. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, aber man kann die Signale aufeinander addieren und wenn das nachher hinten so herauskommt, als hätte man, es spielt keine Rolle, ob man die Signale am Anfang von dem System addiert oder ob man die Ausgangsgrößen später addiert und das System quasi mehrmals parallel betrachtet. Dann ist das Ganze linear. Das ist auch die einfachste Erklärung dafür. Und man erkennt schon an dem Strukturbild, ob ein System linear ist. Wenn so ein, hier gibt es jetzt gleich drei Bausteine, wenn nur diese drei Bausteine vorkommen, ist das System linear. Es ist unmöglich, dieses System anders zu beschreiben. Und dann muss dann einfach linear sein. Kommen wir nachher auch gleich drauf. Neben dem P-Glied gibt es auch noch das S-Glied, also eine Summationsstelle, wo nur zwei Werte zusammen addiert werden oder ein Wert von einem anderen abgezogen wird. Und dann, man kann auch 4, 5 Werte oder sowas reingeben. Und jetzt ist es so, wenn ich beide Werte jetzt verdoppel, dann kommt auch der doppelte Ausgang raus. Dann ist das genauso linear. Also wenn ich beide, also diese Eingänge da zusammennehme und mache da eine 2 da davor, dann kann ich ja diese 2 auch wieder ausklammern und man sieht so ein bisschen an der Gleichung. Also beides verdoppeln kommt auch hinten irgendwie das so raus, als wenn ich das halt eben einzeln gemacht hätte. Und die kann man auch mit Superpositionsprinzip arbeiten. Dann erstmal U1 rein, dann U2 rein und dann beide gleichzeitig rein. Ist genau dasselbe, ob ich das jetzt vorher oder nachher mache. Das spielt keine Rolle, wie ich das addiere. Das ist also auch die Summationsstelle, verhält sich immer linear. Ist ein bisschen schwer zu erklären, wenn man da zwei Signale hat, aber wir werden das nachher noch sehen, dass es ein Sonderfall ist, wenn man da, also man darf an solche Pfeile auch an den Eingang nur die Eingangsgröße hinschreiben oder den Pfeil mit einem Ausgang von einem Block verbinden. Also ich darf nicht an so einen Pfeil einfach eine 5 hinschreiben. Weil natürlich, wenn ich hier minus 5 rechne, also ja, statt U2 5 hinschreiben würde und ich habe für U1 zum Beispiel eine 1, dann kommt da minus 4 raus. Dann, wenn ich die 1 jetzt verdoppel, dann müsste bei einer 2 müsste minus 8 rauskommen. Bei einem linearen System tut es aber nicht, weil eben 2 minus 5 sind minus 3 und nicht minus 8. Weil hier dann eine 3 steht für U2, dann ist es dieses System schon nicht linear. Also sobald ich hier eine Zahl hinschreibe, eine feste Konstante, ist das System schon nicht linear. Deswegen hier dürfen nur Eingänge hingeschrieben werden, also U als Eingangsgröße, oder halt eben der Pfeil hier darf mit dem Ausgang von einem anderen Block verbunden werden. Ansonsten ist das System relativ schnell wieder nicht linear. Es gibt dann noch den Integrator, das I-Glied, der integriert dieses Signal her. Also wenn ich jetzt hier ist es so ein bisschen dargestellt in diesem Block, wenn ich eine Sprungfunktion, die also von jetzt auf nachher einen konstanten Wert annimmt, wenn ich die da reingebe, dieses Signal, dann ist das Ausgangssignal das Integral da davon. Man kann es auch noch da hinschreiben und dieser Integrator, der hat eine Anfangsbedingung. Das ist das plus C, was immer hinten hinter dem Integral steht, weil dieser Integrator, der muss wissen, wo er anfängt zu integrieren. Also zum Zeitpunkt, Systeme werden, wenn sie simuliert werden, immer ab T gleich 0 simuliert. Also man fängt nicht in der Vergangenheit an zu simulieren, bei minus 5 Sekunden oder so, Witze, oder erst bei 10 Sekunden, sondern bei 0. Und ich muss wissen, bei 0 Sekunden, welchen Wert hat der Integrator dann. Das nennt man die Anfangsbedingung von so einem Integrator. Und der kann bei 0 anfangen. Meistens sagt man, dass die Anfangsbedingungen alle gleich 0 sind. In der Praxis kommt das manchmal nicht vor. Und man ignoriert das einfach. Es war schon vorher in der Simulation für dieses für diesen Fliehkraftregler war es schon so, dass man der Anfangsbedingung bewusst setzen musste, dass der überhaupt simulierbar war. So, das Gegenteil von diesem Integrierer ist der Differenzierer, das D-Glied. Wenn ich auf dieses D-Glied eine Sprungfunktion gebe, dann wird der Sprung differenziert und die Ableitung von einem Sprung, also ein D-Glied, würde mir hier einen Dirac-Impuls liefern am Ausgang. Sowas ist überhaupt nicht, ist zwar in der Theorie irgendwo möglich,
aber es ist in der Technik nicht realisierbar. Deswegen ist das D-Glied, kommt in den Strukturbildern vor, muss aber dann mit Blockschaltbildalgebra so umgeformt werden, dass es nicht mehr da ist. Ansonsten lässt sich dieses System nicht realisieren und existiert in der Realität auch nicht. Und ein D-Glied ist auch deswegen nicht kausal, weil, ich kann es beim Integrierer mal erklären, warum der kausal ist. Kausalität heißt ja, dass die Ausgangsgrößen nur von den Eingangsgrößen und von diesen inneren Zuständen abhängen, innere Zustände. Also übrigens ist der Ausgang eines Integrators, der Integrator ist, repräsentiert immer einen Energiespeicher, kann man jetzt nochmal zurückgreifen auf diese Energiespeicher-Analogie und diese physikalische Analogie, Video 1.3. Jeder Energiespeicher wird durch einen Integrator realisiert. Jeder Integrator-Ausgang ist eine Zustandsgröße in diesem System. Das Kausalitätsprinzip sagt, dass der Ausgang nur abhängt von den Eingängen und von den inneren Zustandsgrößen. Wenn ich einen, natürlich könnte ich jetzt sagen, ein D-Glied, gut, da könnte ich jetzt irgendeinen Signalverlauf differenzieren. Ich meine, ich kann ja auch ein Polynom ableiten. Das geht ja auch. Warum kann ich jetzt kein D-Glied machen, wenn ich U-polynomförmiges Signal vorgebe? Warum kann ich jetzt hier nicht differenzieren und dann kriege ich doch Y raus? Das funktioniert so in der Praxis nicht, weil in der Praxis habe ich mein U, also mein Eingangssignal, immer erst dann, wenn ich halt eben mich an dieser Zeit befinde. Und beim Differenzieren bräuchte ich theoretisch, wenn ich es genau machen will, bräuchte ich den Wert der, also dann muss man wieder mit dieser H, da gibt es ja auch dann diese Ableitung mit der H-Methode, wie man dann die Ableitung herleiten kann und die, dann merkt man schon, dass es so ein ziemlicher Grenzfall ist, wie man, wenn man da differenzieren will. Und das Problem ist, dass man ja nie weiß, wie der nächste Wert aussieht. Ich bräuchte also, wenn ich es ganz genau machen wollte, dann bräuchte ich ja irgendwie einen Wert, der so ein ganz kleines Stück in der Zukunft ist und einer, der so ein ganz kleines Stück in der Vergangenheit ist. Und den gibt es einfach nicht. Deswegen ist so ein Ding nicht kausal. Und dann kommt ja noch dazu, ich arbeite ja sehr oft mit Messergebnissen. Und Messergebnisse, die ändern sich sehr, sehr schnell, sehr hochfrequent, aber nur ganz, ganz wenig. Wenn ich das jetzt ableiten würde, dann würde ich jetzt zu jedem Zeitpunkt diese sehr schnelle Änderung, die würde ich unheimlich groß verstärken. Da sagt man dann, der hebt das Rauschen unheimlich an, weil die Änderung von so einem Signal, wenn man das mal vergrößert auf dem Monitor, dann sieht man, wenn man das ganz groß macht, das ist eigentlich nur ein riesen Gewulst aus Daten ist, was immer irgendwie hin und her geht. Das ist Rauschen, das ist ganz normal. Differenzierer würde dieses Rauschen so anheben, dass ich von dem eigentlichen Signal gar nichts mehr sehe. Ich kann natürlich sagen, gut, diskrete Signale, die sind ja immer diskret, sind ja Werte rein, da kann ich ja dann immer den vorherigen Wert angucken und dann den Wert danach und kann ja da einfach dazwischen, weiß ich die Zeit, kann ich die Ableitung bilden. Ja klar, kann ich das machen und wenn ich das mal zeichne, sehe ich auch, das sieht so scheiße aus, das kann man so völlig vergessen. So viel dazu. Differenzierer kommt in den Strukturbildern vor, wenn sie in den Gleichungen vorkommen, lässt sich nicht vermeiden manchmal. Man muss die und kann die bei realen Systemen immer so umformen, dass man die nachher nicht mehr im Strukturbild hat. Das heißt also, wenn so ein D-Glied auftaucht, müssen wir Blockschaltbildalgebra machen, bis der weg ist, oder wir bauen das Blockschaltbild so auf, oder das Strukturbild, dass wir den gar nicht erst sehen. Eigentlich wollte ich die Bausteine von Strukturbildern auflisten, habe mich aber jetzt eben etwas im D-Glied verzettelt. So, für nichtlineare Systeme, alles was nichtlinear ist, wird mit dem Kennlinienblock realisiert. Der Kennlinienblock, das ist irgendeine beliebige Funktion. Es kann auch eine Konstante sein. Also es kann sein, der hat mehrere Eingänge. Es kann auch sein, der hat überhaupt keine Eingänge und der bildet eine Ausgangsgröße einfach irgendwie. Da kann eine zeitabhängige Funktion drin sein. In einem Kennlinienblock kann auch eine klassische Kennlinie sein, wo einfach 10 Punkte gegeben sind, so XY-Werte oder UT-Werte oder was weiß ich, oder YT-Werte, wie man das, was auch immer, da drin sein kann. Oder einfach nur eine Konstante wie zum Beispiel 5. Dann ist der Ausgang immer 5. Also alles, immer wenn dieses Ding hier auftritt und das geht sehr, sehr schnell, dass der Kennlinienblock in dem Strukturbild auftritt, ist das System nicht linear. Wenn ich nur diese drei Integratoren, P-Glied und S-Glied, also Summierer, Konstante und Integrierer habe, dann ist das System immer linear. Es sei denn, mir beweist mal irgendwann einer hier das Gegenteil. Ich habe es leider noch nicht gefunden, deswegen lasse ich das jetzt mal bei dieser Aussage. So, das sind die Bausteine. Und
Wenn man jetzt so eine Gleichung umformen will, dann in so einem Strukturbild gibt es eine feste Vorgehensweise. Diese drei Schritte einfach mal eben auswendig lernen. Es ist immer dasselbe und dann werdet ihr gleich sehen, das geht unheimlich schnell. Erstens, Differentialgleichung auf die höchste Ableitung umstellen. Das sehen wir gleich im Beispiel, was das heißt. Also da steht immer da, wo die meisten Punkte drauf sind. Das muss alleine stehen, dann ist gleich dahinter. So muss ich das umstellen. Wenn es mehrere sind, muss ich die alle auf diese Ableitung umstellen. Da habe ich halt auch mehrere Gleichungen, die kommen dann in ein Strukturbild und werden dann da drin gekoppelt. Machen wir im übernächsten Video. Dann bilde ich die Ausgangsgröße durch Integratoren nach, sehen wir gleich, und baue dann den Rest aus den Größen, die ich durch die Integratoren dann kriege, baue ich den Rest zusammen. Das ist völlig egal, ob nichtlinear oder nicht, funktioniert immer so. So, wir hatten in Teil 1 3, das war dieser elektrische Tiefpass, da gab es eine Differentialgleichung, die sah so aus. So, und die Vorgehensweise ist jetzt folgendes. Das Ding wird umgestellt auf die höchste Ableitung. Würde man jetzt minus UC machen, das auf die andere Seite bringen. Ich mache jetzt durch 1 durch Tau, damit nichts vor der höchsten Ableitung steht. Sehen wir gleich warum. Und bringe dann alles auf die andere Seite. Also dann, tue ich hier also einfach durch Tau teilen das ganze Ding und dann hier das Ding hier, diesen Term auf die andere Seite bringen. Dann habe ich das so stehen. Das hat den Vorteil, ich kann diese Differentialgleichung in dieser Form hinschreiben. Also ich nehme jetzt immer zukünftig, also das mache ich jetzt in allen Videos immer so, dass ich für die Ausgangsgrößen oder für die Basisgrößen von diesem Ausgang nehme ich Y, für die Eingangsgrößen nehme ich U. Dann, weil es sind sehr viele Gleichungen immer, sehen immer gleich aus und ich finde es einfach unnötig kompliziert, da irgendwelche griechischen Buchstaben zu nehmen. Außerdem ist es hier in Office ein Riesen-Act, jedes Mal diese blöden griechischen Buchstaben in den Formel-Editor einzubauen. Deswegen mache ich alle Konstanten, kriegen so einfache Buchstaben, also aus 1 durch Tau wird A und die hinten aus 1 durch Tau wird ein K, wobei man jetzt natürlich sagen kann, gut, ist beides das gleiche, könnte ich hier ein A und hier ein A schreiben, ja, hätte ich jetzt vielleicht vorher auch noch machen können. Ist aber egal, sieht man, weiß man, dass es das gleiche ist. So, und jetzt wird das kann ich natürlich hier auch machen oder hier das umstellen, ist egal. Und jetzt bekomme ich hier die Differentialgleichung in der Form, nach der ich das Strukturbild bauen kann. So, das ist also umgestellt auf die höchste Ableitung. Höchste Ableitung ist hier die erste Ableitung, weil es gibt nur hier die erste Ableitung. Jetzt mache ich mir Folgendes zunutze. Wenn ich jetzt einen Integrator nehme und ich bringe in diesen Integrator die Ableitung einer Größe ein, dann kommt da das Integral, kommt ja die Größe selbst raus, weil das Integral einer Ableitung ist ja die Größe selbst. Also ist eigentlich relativ klar. Und diesen Vorgang, den mache ich mir zunutze, dass ich also sage, die Ableitung von der Größe integriert ist die eigentliche Größe. Das ist immer der erste Schritt, den ich zeichne. So, und jetzt muss ich nur gucken, hier baue ich jetzt eine Summationsstelle an diese Ableitung ran. Und für diese Ableitung habe ich diese Gleichung. Das wird immer so sein. So, und da kommt jetzt hin, jetzt muss ich gucken, y habe ich hier und jetzt hole ich mir minus a mal y. Also ich baue eine Konstante, ich hole mir hier y, multipliziere das mit einer Konstante a und ziehe das hier ab. Ich kann hier auch minus a machen und hier plus, spielt keine Rolle. Dann kommt noch dazu in diesem Summationsblock, das ist a mal y, genau, plus k mal u, also u mit einer Konstante k multiplizieren und hier addieren. Und so bekomme ich hier k mal u und habe dann so meine Ausgangsgröße y. So, das ist das Strukturbild von einem einfachen Tiefpass. Was man jetzt hier in diesem Strukturbild sieht, wenn ich hier, also am Anfang, nehmen wir mal an, die Anfangsbedingungen, die wären alle 0, dann würde hier am Anfang eine 0 rauskommen. Also der Integrator muss ja immer wissen, wo er anfängt zu integrieren. Der fängt also bei 0 an zu integrieren. Und so ein Integrator ist immer wie so ein Zähler. Ich habe vorher was über das D-Glied, das nicht kausal ist, erklärt. Und beim Integrierer ist es so, dass der einfach immer nur guckt, was ist in Summe vorher alles da gewesen. Der Integrator braucht immer nur den aktuellen Wert und alle Werte aus der Vergangenheit. Deswegen kann ich den bauen. Und eigentlich braucht er nicht mehr alle Werte aus der Vergangenheit, sondern er braucht immer nur den einen Wert und den vorherigen Wert. Also den aktuellen Wert und den vorherigen Wert. Und dann kann man ja gucken, die Zeit dazwischen, kann man die Fläche ausrechnen, also den weiß man Fläche und den alten Wert und dann tut man das einfach zu dem, dann hat man den neuen Wert und dann nimmt man den nächsten Wert, der dann kommt, wenn man dann eine Sekunde weiter ist und zählt dann das, was wieder dazugekommen ist, einfach zu diesem Wert dazu. Also ein Integrierer ist zum Beispiel ein Eimer Wasser, den ich fülle, ne? Das ist der Wasserstrom, ist der Eingang und die Füllhöhe ist der Ausgang. Der zählt eigentlich nur, was da vorne
reingeht. Mehr ist das eigentlich nicht. Der ist aber kausal, der lässt sich so bauen. So, wenn er am Anfang eine Anfangsgröße von 0 hat oder eine Anfangsbedingung, sagt man auch dazu, die muss man bei so einer Differentialgleichung immer angeben. Ich habe es jetzt hier noch nicht gemacht. Dann kommt hier nämlich erstmal eine 0 und diese hier kommt dann auch eine 0, weil a mal 0 ist immer noch 0, steht hier minus 0. Und wenn ich jetzt für u zum Beispiel nach einer Sekunde, also wenn hier eine 0 ist und hier überall 0 ist, passiert hier erstmal nichts. Und wenn ich jetzt für u eine 1 irgendwo habe, dann, also ich sage also nach 2 Sekunden, wird es hier auf einmal 1, dann steht hier eine 1, hier steht immer noch eine 0 und dann kriegt er hier eine 1. Und dann kommt's, dann fängt der ja an, dass der Ausgang steigt, weil der kriegt jetzt eine 1 und eine 1 integriert, das ist auch das, was in diesem Symbol hier dargestellt ist, heißt, dass der Ausgang langsam ansteigt. Sobald dieser Ausgang ansteigt, steht aber hier ein Wert an, der hier abgezogen wird. Hier steht immer noch eine 1 und dieser Wert beginnt zu steigen. Dadurch, wenn dieser Wert steigt, wird dieser Wert aber kleiner und wenn der Wert hier kleiner wird, dann wird der Ausgang langsamer steigen. Und dieses Gebilde führt zu einer perfekten E-Funktion. Nicht nur zu einer perfekten, sondern es ist eine E-Funktion. Man kann das also mal zeichnen. Wenn ich also hier für U so einen Sprung hier drauf gebe, dann bekomme ich hier für Y eine, wenn ich das hinkriege, eine E-Funktion. Und das ist die Sprungantwort von einem Tiefpass. Na, am Anfang fängt er hier an zu integrieren und sobald er dann hier integriert, das ist ja das, was dann hier dann, dieser Wert steht er dann hier an, der steigt er hier dann genauso an und dann ist der Wert, der hier ansteht, der, hier kommt ja dann dieser Sprung, der wird ja dann auch sofort ein bisschen kleiner. So, das sind so die Signalverläufe, die man sieht. Machen wir mal später mal einen Simulink, gucken wir uns das alles mal im Detail an. Wichtig ist erstmal, dass man weiß, wie man diese Differentialgleichung da zeichnet. So, ein anderes Beispiel war so Mechanik. Das ist der ungedämpfte Federmassenschwinger gewesen. Hier auch wieder umstellen auf die höchste Ableitung. Ich habe es wieder so gemacht, erst durch m geteilt und dann die höchste Ableitung alleine hingeschrieben. Das kann ich wieder mit y konsequent hinschreiben und dann bekomme ich wieder so eine Differentialgleichung. Jetzt habe ich hier die zweite Ableitung. Hier ist auch wieder so wie vorhin, ich muss diese Ausgangsgröße y, die bilde ich, indem ich die höchste Ableitung, die ich habe, jetzt habe ich die zweite Ableitung, ist die höchste Ableitung, die integriere ich so oft, bis ich die Ausgangsgröße habe. In diesem Fall nehme ich also einen Integrator, dann habe ich vor dem Integrator die erste Ableitung, wenn ich noch einen Integrator davor sitze, muss hier die zweite Ableitung sein. Das Signal läuft aber nicht so rum, sondern ich mache mir das einfach zunutze und baue mir dann halt eben diese zweite Ableitung hier zusammen. Und die besteht aus minus a mal y, also Summationsblock hin, minus a mal y, das ist dann der Wert, plus k mal u. Fertig ist das Strukturbild. Ist relativ einfach. Also wenn man das einmal geblickt hat, ist das kein sonderlich schwieriges Thema. Auch hier sind jetzt nur die drei Blöcke drin, Summation, die Multiplikation mit einer Konstante und der Integrierer. Die sind da drin. Dieses System ist auch völlig linear, so wie es jetzt ist. So, oh, da waren noch zwei Animationen. Hier habe ich dann meine Ausgangsgröße. Und jetzt gibt es noch das Beispiel mit diesem Federmasseschwinger. Der war gedämpft und hat noch Gravitation. Auch hier wieder umstellen auf die höchste Ableitung. Hier habe ich erstmal umsortiert, dass hier die Ausgangsgrößen auf einer Seite stehen. Dann kriege ich diese Differentialgleichung wieder in dieser Form. Die brauchen wir später auch bei der Laplace-Transformation nochmal. Dann durch m teilen. Dann habe ich hier also alle Ausgangsgrößen auf einer Seite und dann hier irgendwelche Konstanten. Jetzt bringe ich die alle hier rüber und das kann ich jetzt wieder so sauber hinschreiben. Also wieder mit y und u. Es spielt ja auch keine, wir haben auch vorher die Analogie, die physikalische Analogie mal behandelt, da hat man auch gesehen, die werden so ähnlich aufgestellt, die Differentialgleichung, dass sie natürlich nachher auch noch ähnlich aussehen. Ich mache es hier so, dass ich die Ausgangsgrößen immer blau mache, die Eingangsgrößen immer grün und alles, was nicht linear ist, ich werde das jetzt konsequent auch so weitermachen, das mache ich so lila hier. Das Minus G nicht linear ist, sehen wir, wenn wir zeichnen. Wir haben wieder
zweite Ableitung und nur diese Größe. Also wir haben auch nur eine Differentialgleichung. Und wir schreiben uns da erstmal, fangen da an, die zwei Integratoren dahin zu bauen, die uns aus der Ableitung die Ausgangsgröße bilden. Jetzt müssen wir gucken, wie setzt sich diese Ableitung zusammen. In der Ableitung kommt vor, minus a1 mal y Punkt. Übrigens könnte ich natürlich auch sagen, ich mache hier plus a1. Also ich habe jetzt nur diese Konstanten halt a1 genannt, die hier vorkommen und habe dann, das ist nur, damit ich es einfacher schreiben kann. Dieses Minus macht aber Sinn, weil d durch m hätte ich eigentlich vorher noch erwähnen können. Das fällt mir jetzt erst ein. Also ich mache das hier ein bisschen einfacher, damit ich hier nicht immer d durch m oder dann nachher so riesen Terme da hinschreiben muss. Nehme ich einfach die Konstanten und fasse die zusammen zu a1 oder a2. D durch m ist nachher eine positive Zahl. Also hier kommt nachher was Positives hin. Wenn ich das jetzt hier dieses minus d durch m als a1 habe, dann habe ich hier nachher was Negatives. Das heißt also, wenn ich hier was Positives hätte, dann wäre die Zahl hier negativ. Ist richtig, ist aber, wenn man das Strukturbild ein bisschen angucken möchte, um zu sehen, ist das System vielleicht stabil. Manchmal sehe ich das nämlich an diesem Strukturbild schon. Dann ist es besser, wenn die Konstanten hier, die Multiplikation mit so einer Konstante, wenn die immer positiv bleiben und das Minuszeichen vor der Summationsstelle steht, dann ist das ein bisschen übersichtlicher. Ja, also minus a1 mal y Punkt und y Punkt greife ich mir jetzt halt eben hier ab, weil hier zwischen den beiden Integratoren habe ich y Punkt, also die erste Ableitung. Minus a2 mal y, also die Ausgangsgröße, die habe ich hier, so diese Multiplikation dahin, diese Verstärkung und dann wieder vorne mit Minus an diesen Summationsblock. Dann kommt k mal u. So, und jetzt kommt die Nichtlinearität. Ich habe ja gesagt, an diese Pfeile dürfen nur Blöcke ran oder die Eingangsgröße und sonst nichts. Wenn ich das konsequent durchziehe, dann brauche ich für jede Kleinigkeit, die nicht linear ist, auch immer diesen nichtlinearen Kennlinienblock. Kennlinienblock ist so eine komische Bezeichnung, weil das ist jetzt nicht wirklich eine Kennlinie. Das Ding liefert einfach immer den Wert g, minus g. Das ist einfach der Wert von der Gravitation. Der wird hier immer dazu addiert. Deswegen ist dieses System nicht linear. Man kann das sich auch so ein bisschen schon vorstellen. Wenn ich nämlich hier den doppelten Wert u reingebe, dann wird hier immer noch eine Konstante addiert, die ja nicht verdoppelt wird. Und somit kann auch nicht y der doppelte Wert nachher sein oder dann den doppelten Größenverlauf haben oder dreifachen meinetwegen, weil ja hier eine Konstante da dazu addiert wird, die sich ja davon völlig unbeeindruckt lässt, was hier vorne an verschiedenen Signalen reinkommt. Also diese Konstante gibt immer ihren konstanten Wert, egal ob hier Plus oder Minus steht. Deswegen ist dieses System mit der Gravitation, also so dieser Federmasseschwinger mit Gravitation, der ist nicht linear. Wenn ich den nachher linearisiere, dann passiert einfach nichts anderes, dass sich hier die Konstanten ein bisschen anders zusammenbauen und der Kennlinienblock, der ist einfach weg. Dann ist das System wieder linear. Linearisierung machen wir in einem anderen Kapitel. Ja, das ist die Ausgangsgröße. Im nächsten Teil werden wir noch, ich habe da noch so eine nichtlineare Differentialgleichung, die habe ich mir mal aus dem Arm geschüttelt, die hat überhaupt keine Bedeutung, aber die nehme ich dann, um die Linearisierung zu erklären und ich nehme die auch, um den Zustandsraum dann darzustellen. Das Ding hat eigentlich keinen Sinn, ist aber, glaube ich, didaktisch ganz praktisch, weil man da, hier reimt sich ja, weil man da gut Dinge, vor allem an der Linearisierung, kann man das sehr gut erklären, was da dann so eigentlich dahinter steht. So, und das Strukturbild haben wir jetzt nur gezeichnet für die Differentialgleichungen, die keinen Punkt über der Eingangsgröße haben. Was da passiert, was man da beachten muss, das machen wir beim nächsten Mal. Insoweit vielen Dank fürs Zuhören und wenn es noch irgendwelche Anregungen oder Fragen gibt, immer in die Kommentare rein und bis zum nächsten Video.